Hallo Alexander und Stefan, das sind eure Solaria EMF Charger. Fangen wir erstmal mit dem Alex seinem an. Das war praktisch die einfache Version. Und zwar geht es hier unten los. Rot und schwarz ist der Eingang, also Plus und Minus vom Eingang. Bis hier maximal 30 Volt gehen, wenn ihr den Taster dann drückt. Wenn ihr den Taster drückt, seht ihr auf dem Display, wie die Spannung vom Akku ist, der geladen werden soll. Hier bei den offenen Ringkernen ist es so, dass ihr hier ungefähr 4-5 Sekunden gedrückt halten müsst, ehe das Teil die richtige Spannung des Akkus anzeigt. Hier ist der Ausgang. Ne? Hier kommt dann praktisch eure Batterie ran, die geladen werden soll. Also hier kommt das Solarpanel ran, plus minus, und hier eure Batterie. Ne? Und in den Eingang könnt ihr noch, wenn ihr möchtet, diesen Kondensator schalten. Wir haben bei den Tests mitbekommen, wenn man da große Kondensatoren an den Eingang von, ist ja sowas ähnliches wie eine Bellini-Schaltung, ranhängt, sind die Pulse noch etwas kräftiger. Hier seht ihr es schon, da ist mit Rot und Schwarz gekennzeichnet. Also einfach so hier parallel mit rannehmen. Ne? Irgendwie hier ins Eingangskabel mitmachen vom Solarpanel. Ihr kriegt es dann schon hin. Mit den Lötkolben umgehen, ja, das schafft er schon, ne? Das kriegt er auf alle Fälle gebacken. Geht aber auch ohne, wie gesagt, aber vollständigkeitshalber wird es mitgeliefert. So, hier oben ist das Potti, ne, wo ihr dann die Stärke einstellen könnt. Es wird so ausgeliefert, dass die LEDs mit angeschlossen sind. Ja, das ist praktisch der Schaltplan vom René, wo die LEDs hinter den Vorwiderstand noch mitgeschalten hat. Momentan ist hier ein Vorwiderstand von 6x 4,7K verbaut. Das sind um die 600, 700 Ohm. Und wenn ihr den runtersetzen wollt, könnt ihr hier über das weiße und das orange Kabel einen kleineren Widerstand einsetzen. Ja, das bedeutet dann, dass der hier drinnen dann noch heißer wird, als ohnehin schon. Aber falls ihr eine Quelle habt, die nur wenige Volt über dem ist, was eure Batterie aufnimmt, die geladen werden soll, dann bringt es hier schon etwas, wenn er die LEDs rausschaltet. Dann geht ein bisschen mehr Leistung durch. Aber ihr könnt ja da mal ein bisschen rumprobieren. So, die anderen zwei Anschlüsse, das ist praktisch einfach nur rechts und links vom Potti rausgeführt. Da könnt ihr dann einen Keramik-Kondi drüber setzen, so wie es Action4Free neulich gezeigt hat. Und dann schwingt er hier ziemlich hochfrequent. Und ist auch ganz lustig, muss ich sagen. Dann könnt ihr noch zwischen dem schwarzen und dem weißen, wenn ihr die zwei kurz schließt, habt ihr praktisch eure LEDs rausgenommen. Und ne, wenn die LEDs draußen sind, dann geht es nochmal effektiver. Aber das habe ich vorhin schon gesagt. Genau, das hängt auch hier damit zusammen. Also wenn ihr einen Vorwiderstand runtersetzt, ne, wird er nochmal kräftiger. Und wenn er die LEDs rausnimmt, wird er nochmal kräftiger. Wird dann hier aber auch wärmer. Ne? Also immer schön aufpassen und die Stromaufnahme kontrollieren. Bei ihm hier ist alles analog, außer dass der Eingang ein bisschen verdreht ist. Da ist nämlich hier auf der Seite jetzt der Eingang. Der rote und der schwarze ist der Eingang. Ne? Kondi ranmachen. Und der orange und der schwarze ist dann hier der Ausgang. Ne? Da kommt dann die Batterie ran, die geladen werden soll. Und hier oben ist es auch genauso. Die zwei sind dafür da, den Vorwiderstand zu überbrücken. Wenn man zwischen dem schwarzen und dem orangen eine Brücke reinmacht, dann sind die LEDs überbrückt und zwischen dem blauen und dem schwarzen kann man einen Kondi anschließen, einen kleinen Keramikkondi, dass er hochfrequent schwingt. So, ich hoffe, das reicht euch als Erklärung. Falls noch Fragen sind, wie ihr mich über Mail erreichen könnt, wisst ihr ja. Und ansonsten viel Spaß dabei damit. Ahoi. Ja, doch noch was vergessen, das gehört ja auch noch mit dazu. Ich habe ja geschrieben, dass die einfache Version hier bis 4 Ampere schafft, die doppelte bis 8 Ampere. Ja, dann aber nur, wenn ihr hinten drauf einen Kühlkörper installiert, der auch nicht gerade klein sein sollte. Also sowas hier in der Art sollte es dann schon sein. Na? Und die Mutter hier einfach abmachen, von oben mit einem Schraubenzieher und Schraubenzieher ein bisschen warm machen. Wie gesagt, das ist nur Heißleim, könnt ihr alles ein bisschen wegdrücken, dann mit einem warmen Schraubenzieher und dann von hier einen Kühlkörper anschrauben, wenn ihr möchtet. Ne, geht bei der anderen Version genauso. Ja, das musste noch gesagt werden, weil ansonsten die kleine Version so ohne Kühlung nur 1 Ampere und die andere 2 Ampere. So, alles klar. Bis später.